OKG AB, ein schwedisches Energieunternehmen, hat bekannt gegeben, dass es seinen ersten Vertrag über die Lieferung von rosafarbenem Wasserstoff abgeschlossen hat. Die Energie für den Produktionsprozess wird aus dem Kernkraftwerk Oskarshamn kommen. Die Vereinbarung für das nukleare H2 sieht vor, dass OKG Lindegas AB mit dem Brennstoff beliefert. OKG betreibt seit einiger Zeit eine Einrichtung am Standort Oskarshamn. Der Kernstrom wird verwendet, um die Produktion von rosafarbenem Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser anzutreiben. Während dieses Vorgangs wurde H2 dem Reaktorkühlmittel der drei Siedewasserreaktoren im Werk Oskarshamn zugesetzt. Auf diese Weise wurde das Risiko verringert, dass die Reaktorleitungen Spannungskorrosion erleiden, da der Gehalt an freiem Sauerstoff im Kühlmittel verringert wird. In diesem Fall ist das H2 das Produkt, das als Produkt hergestellt wird, Kraftstoff. Diese Änderung ist möglich, da das Kraftwerk Oskarshamn die Reaktoren 1 und 2 im Juni 2017 bzw. Dezember 2016 dauerhaft abgeschaltet hat. Infolgedessen benötigt nur Reaktor 3 das H2 als Kühlmittel, wodurch eine Überkapazität verbleibt. Die rosa Wasserstoffanlage Oskarshamn wurde ursprünglich 1992 gebaut und wird derzeit modernisiert. Die Modernisierung des Standorts umfasst eine Neuinstallation der Leittechnik sowie den Austausch weiterer Komponenten, um den Betrieb auszuweiten. Die aktuelle Kapazität der Anlage liegt bei 12 Kilogramm H2 pro Stunde. Der Wert des neuen nuklearen H2-Vertrags wurde nicht bekannt gegeben. Allerdings berichtete World Nuclear News, dass ein OKG-Sprecher erklärte, dass Linde das gelieferte H2 für den grünen Übergang der schwedischen Industrie, aber auch für die Belieferung seines bestehenden Kundenstamms, verwenden werde. Zunächst geht es um relativ kleine Volumina. Aber wir haben sowohl Know-how als auch Anlagen und Infrastruktur, und ich sehe ein sehr gutes Potenzial, dieses Geschäft auszubauen. Der Bedarf an Wasserstoff wird allmählich zunehmen, und wir haben von unseren Eigentümern Uniper und Fortum starke Unterstützung erhalten, um diese Geschäftsmöglichkeit zu entwickeln, sagte Johan Lundberg, OKG-CEO, bei der Erörterung des neuen Vertrages für rosafarbenen Wasserstoff. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book. Melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.